So, jetzt haben wir hier das Heizungsbedienteil vom 964 und haben jetzt da Masse auf K1. K ist die obere Leiste und permanent 12 Volt auf Pin 2, also K2 oben. Und geschaltet wird dieses auf dem großen Stecker auf dem Pin 35. Wie wir sehen, steht jetzt der Lüfter, ja, der bewegt sich also nicht. Und wenn wir jetzt hier bei Pin 35 mal kurz 12 Volt drauf geben, haben wir gehört, das Relais schaltet, der Lüfter dreht. Und der müsste jetzt gleich wieder abschalten. Ah, hat man gehört, wie das Relais schaltet und der Lüfter steht wieder. Jetzt gehen wir nochmal kurz, schalten wir es nochmal ein. Hört man, wie das Relais schaltet. Der Lüfter läuft. Jetzt hat es wieder ausgeschaltet. So soll es sein. Nachtausch von dem Transistor.